Verehrte Zuschauer, zum Programmschluss noch einmal Nachrichten der Heute-Redaktion. Die Sowjetunion hat eine Luftbrücke von Dschibuti nach Moskau für den Heimflug von Flüchtlingen aus Südjemen eingerichtet. Die fast 1000 Sowjetbürger und Angehörige anderer Ostblockstaaten waren wegen der Kämpfe in Aden auf dem Seeweg nach Dschibuti gebracht worden. Im Verlauf einer internationalen Evakuierungsaktion konnten insgesamt 1300 Ausländer den Südjemen verlassen. Sie berichteten, dass in Aden chaotische Verhältnisse herrschten und die schweren Kämpfe andauerten. Der von Putschisten aus der eigenen Partei bedrängte Staatspräsident Südjemens Mohammed soll am Abend nach Äthiopien geflogen sein. Das meldet die Nachrichtenagentur AP. In Moskau sind die jüngsten Abrüstungsvorschläge von Parteichef Gorbatschow auf einer internationalen Pressekonferenz erläutert worden. Die Vorschläge sehen eine Vernichtung aller Atomwaffen bis zum Jahr 2000 vor. Kreml-Sprecher Samjatin sagte, das Programm richte sich vor allem an die USA. Generalstabschef Marschall Akromejew erklärte, Moskau sei nur dann bereit, Mittelstrecken und Atomwaffen abzuschaffen, wenn die Amerikaner ihr SDI-Programm aufgeben. Bundesaußenminister Genscher hat angekündigt, dass der Westen Moskau mit eigenen Vorschlägen antworten werde. In München sagte er, die Vorschläge Gorbatschows betreffen das gesamte westliche Bündnis. Deshalb müsse eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet werden. Die CDU-Sozialausschüsse hatten sich auf ihrer Konferenz in Bonn für eine Verbesserung des Regierungsentwurfs zur Änderung des sogenannten Streikparagraphen 116 ausgesprochen. Der Vorsitzende der Sozialausschüsse, Bundesarbeitsminister Blüm, erklärte, er sehe im gegenwärtigen Gesetzentwurf keine Verschlechterung für die Arbeitnehmer. Er sei aber für Verbesserungsvorschläge offen. In London haben die Finanzminister und Notenbankchefs der 5 größten Industrieländer ihre Beratungen aufgenommen. Im Mittelpunkt standen Maßnahmen zur Senkung der Zinsen und die Schuldenkrise der Dritten Welt. Der Fünfergruppe gehören die USA, Japan, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Großbritannien an. In Guatemala sind bei einem Flugzeugabsturz alle 93 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Maschine beförderte Touristen von Guatemala-Stadt zu den Ruinen der Maya-Stadt Tikal. Die Absturzursache ist noch unbekannt. Die amerikanische Raumfähre Columbia ist mit zweitägiger Verspätung auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien gelandet. Ursprünglich sollte die Fähre in Cape Canaveral niedergehen. Schlechtes Wetter machte aber diese Pläne zunichte. Hier noch eine Meldung vom Sport. Boris Becker hat das Finale des Masters-Turnier in New York erreicht. Er besiegte im Halbfinale den Schweden Jarrett mit 6:3 und 6:4. Im Endspiel trifft Becker auf Ivan Lendl aus der Tschechoslowakei. Hier die Lottozahlen. 3, 19, 28, 29, 36, 41, die Zusatzzahl 44. Ich wiederhole. 3, 19, 28, 29, 36, 41, die Zusatzzahl 44. Die Beginnzahl im Spiel 77 lautet 5, 6, 7, 4, 3, 9, 1. Diese Zahlen sind wie immer ohne Gewähr. Und hier noch die Wetteraussichten. Bedeckt und Regen unterschiedlicher Stärke und Dauer. Höchsttemperaturen zwischen 6 und 10 Grad. Bis 1500 Meter Höhe Tauwetter. Das, verehrte Zuschauer, waren die letzten Meldungen der Heute-Redaktion. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Und hier die Nationalhymne.